und ein herzliches Willkommen zurück, hey, zu Nier Automata auf dem PC und mit mir von Nier Gameplays als Hobby. Und wir sind hier mitten in einem Kampf, wer den letzten Teil gesehen hat, wir müssen da zwei Jura-Deserteure festnehmen oder zerstören, wie auch immer, je nachdem was passiert. Mal gucken, ob wir es schaffen. Die sind auf jeden Fall höher als wir von der Stufe her und ja, mal gucken. Auf geht's. Was habe ich da jetzt gemacht? Hüpf hoch, hüpf hoch! Ah! Man kann gar nicht flüchten, ey. Scheiße. Sind die entkommen? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum sind die jetzt entkommen? Komische Sache. Okay, dann machen wir wieder die Markierung weg auf der Karte. Oh, wo ist die Maus da? Wie mache ich die weg? Oder muss ich jetzt einfach nur woanders ne? Ah ja, einfach nur woanders die Markierung setzen. So, die Tiere lassen wir mal leben. Die flüchten sowieso. Okay, die sind wohl irgendwo da oben drin. Keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkommen soll. Durch dieses Gebäude natürlich. Wir nehmen aber mal die Treppe. Ja doch, nehmen wir die Treppe. Oh, hier gibt's gar keine. So, ich muss gucken, wo ich lang muss. Wir sind nämlich irgendwie auf die andere Seite. Das ist nur dummerweise mit einer Wand unterbrochen. Okay, hier geht's nicht höher. Aber hier. Aha. Hopp.
Okay, hier hinten drin. Sind es wieder die zwei selben? Wie kann ich denn die festnehmen? Ich kann nicht flüchten. Die andere ist da stehen geblieben, okay. Ja, cool. Da haben wir da schon mal einen. Wow. Ja, ich hab's gehört. Piep, 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 piep macht's. Wer ist das denn jetzt? 8B. 22B. 64B. 確認逃亡夜8杯の元隊長ペイトン推奨。オッケー。お前たちがやったのか。お願い。抵抗しないでください。うるさい。何も。何も知らないくせに。報告。ベル20、ナトリ。 近接戦闘特化型モデル推奨遠距離攻撃による破壊破壊って破壊って。Wow. Ja, flüchten geht nicht. Wenn du einmal getroffen wirst, kann man nicht mehr flüchten. Das ist doch bescheuert. Hm. Und hoffentlich sind die anderen beiden immer noch kaputt. Das glaube ich aber weniger. Ich muss sie mit Sicherheit auch nochmal platt machen. Na super. So.
Okay, dann gehen wir wieder dahin. Wenn es auch nur die Leiche holen ist. Die brauchen wir ja. Beziehungsweise ich will mir ja meine Sachen haben. Ist nur wieder so ein bescheuert weiter Weg. Oh, was haben wir denn da? Okay. Wurde nicht angegeben, was wir da jetzt gefunden haben. Stimmt, ich musste sowieso hier rein. Nein! Falscher Knopf. Okay. Und der andere kommt wieder nicht mehr hinterher. Bin ich wohl zu schnell? Okay. So, und wehe, wie gesagt, ich muss wieder beide. Nee, ist keiner mehr da. So, aber hier ist jetzt niemand mehr. Das ist komisch. Was soll ich da jetzt noch hier? Ist jetzt hier unten? Nee, ne? Hä? Ich sehe da unten aber auch niemanden. Haben wir denn noch so ein anderes Feld, so einen anderen Platz? Ja, da hinten. Okay, die ist dann wahrscheinlich jetzt hier hinten. Geronimo! Okay, wir machen nochmal so einen Schnellspeicher. So, da können wir ja nicht durch. Wir müssen wieder über die zerstörte Autobahn. So, aber ganz ehrlich, das Spiel ist... Also, weiß nicht.
in dem Vergnügungspark habe ich ja gesagt, oh, langsam gefällt mir das Spiel wirklich gut. Das ist wirklich klasse gemacht, so mittlerweile. Allerdings muss ich mittlerweile sagen, das Spiel wieder relativ langweilig. Vor allem, weil das so eine gähnende Leere ist, die Welt hier. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist eine Stadtruine, ja. Da kann nicht viel sein. Aber es ist langweilig. Alles so weit auseinander und da... Weiß nicht, die Gegner sind langweilig. Keine Ahnung. Kann ich hier runter? Da ist er ja schon. Ich würde hier hinten gerne weg. Wieso kann ich da nicht weg? Na gut. Irgendwie habe ich nichts dagegen entgegenzusetzen, nee. Ich komme noch nicht mal zum Angreifen, nee. Und das ist mittlerweile, finde ich, das Langweilige. Der Kampfstil ist immer dasselbe. Man hat keine Möglichkeiten, irgendwie was anderes zu machen. Hier, nicht flüchten. Nee, also Nahkampf funktioniert überhaupt nicht. Deswegen mache ich jetzt nur noch so. Tut mir echt leid, Leute.
Sobald ich Nahkampf machen will, bin ich so ein bisschen geliefert. Okay, jetzt muss ich aber aufpassen. Jetzt bin ich fast tot. Gegenstand erhalten. 10.000 Gold oder was auch immer, 400 Erfahrungspunkte. Du hast eine Waffe erhalten. Lanzentyp 40. ブラックボックス信号停止を確認。任務完了。僕たち、仲間の機体を。どうして、この人たちはレジスタンスキャンプから物資を盗んだりしたんだろう。そうだ。アネモネさんなら 何か知ってるかも。 To be. わかった。Okay. Kann ich speichern? Nee. Kein Empfang zum Speichern. Das ist so gesehen Auftrag abgeschlossen. Hier hinten haben wir doch eine Speicherbox. Und dann würde ich sagen, das war schon wieder mit dem Teil. Wir sind bei 22 Minuten. Tut mir leid, falls es ein bisschen eintönig rüberkommt, das Spiel. Wie gesagt, also ich finde es zumindest eintönig momentan. Momentan gefällt mir das nicht mehr so. Ich weiß nicht wieso. Ich bin jetzt sowieso fertig mit der Aufnahmesession für heute mit dem mit Nier Automata. Und vielleicht bekomme ich da morgen oder übermorgen wieder Lust mehr, Lust dazu. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, euch geht's nicht unbedingt so wie mir, dass es euch trotzdem gefällt. Zeigt es mir bitte mit einem Daumen nach oben oder schreibt mir einen Kommentar, falls euch auch was stört, und dann sagt mir auch mal was. Das würde mich echt mal interessieren, wie euch das Spiel bisher gefällt, auch vom Gameplay her. Also jetzt nicht, wie ich spiele, sondern was man so machen kann oder sowas, keine Ahnung. Würde mich echt mal interessieren. Und je nachdem, wie es mir geht und ob sich das lohnt, spiele ich das Spiel halt weiter oder vielleicht fange ich auch irgendwas Neues an. Etwas, was interessanter ist irgendwie, keine Ahnung. Ich wollte es mit dem Spiel mal probieren, weil es einfach so cool aussah, aber dass es so lange einfach nur dasselbe ist, naja. Okay, auf jeden Fall viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite und hoffe, wir sehen uns noch bei anderen Let's Plays von mir. Und ja, das war Nier Automata auf dem PC auf Ultra mit von Nöher Gameplays als Hobby. Ja, das war jetzt nur meine Meinung. Also ich werde das Spiel schon noch fertig spielen. Ich werde es auch noch weiterspielen, morgen und übermorgen. Aber das kriegt ihr ja nicht mit. Für euch ist dann schon nächste Woche rum. Okay, auf Wiedersehen und tschüss.